Montag, der 16. Oktober 2017. Herzlich willkommen, sage der Zuschauer. Nach einem wunderschönen, sonnigen Herbstwochenende ist es wieder eine neue Woche, zu der ich Sie recht herzlich begrüßen darf mit folgenden Themen. Zertifiziert und geprüft. Stadtinformationen bekommen Auszeichnung Rotes I. Erstes Regionaltreffen. Schönebecker Royal Rangers treffen sich mit Pfadfinderkollegen. Und verlässlich. Pflegedienst Lebensgeister stellt sich vor. Den Anfang machen wir heute mit dem Pflegedienst Lebensgeister. Dieser befindet sich in Eggersdorf und ist ein junges, neu entstandenes Unternehmen, was sich mit ganz viel Liebe und Herz um seine Patienten kümmert. Die Bewältigung des Alltags ist für pflegebedürftige Senioren oft ein Problem. Viele sind zu Hause alleine und leben zurückgezogen und vereinsamt. Auch für die pflegenden Angehörigen ist diese Situation nicht einfach, da diese häufig selbst noch einer Berufstätigkeit nachgehen. Mit dem Pflegedienst Lebensgeister haben sowohl die zu Betreuenden als auch die Angehörigen einen freundlichen und kompetenten Partner an ihrer Seite. Wir versorgen pflegebedürftige Senioren ambulant, wir fahren nach Hause, wir machen Grund- und Behandlungspflegen, wir machen Betreuungs- und Entlastungsleistungen, wir bieten Verhinderungspflege an und wir machen auch die üblichen Beratungsgespräche für pflegende Angehörige, die ihre pflegebedürftige Senioren allein zu Hause pflegen. Des Weiteren haben wir eine Tagespflege. Die Tagespflege haben wir den schönen Namen Fünf Sinne gegeben, weil wir wollen, dass die Fünf Sinne angeregt, gefördert und aktiviert werden. Das ist das Schmecken, das ist das Sehen, das ist das Hören, das ist das Fühlen und das ist das Riechen. In den liebevoll und gemütlich eingerichteten Wohn- und Gemeinschaftsräumen können die Besucher aufleben. Im Austausch mit anderen Gästen fassen sie neuen Lebensmut, lachen, singen, tanzen und spielen. Wir haben einen Ruheraum, wo man sich zurückziehen kann, wo man schlafen kann, sich ausruhen kann. Es gibt Liegesessel, es gibt ein Pflegebett, wir haben zwei Bäder, wir haben barrierefreie Duschen mit integriertem Duschsitz, wir haben eine Badewanne, wir haben drei Toiletten, was natürlich auch mal wichtig ist, weil wir ja regelmäßig Toilettengänge machen. Wir haben hier in unserem Wohn- und Gemeinschaftsraum auch Rückzugsmöglichkeiten. Wir haben Beschäftigungsmöglichkeiten, Beschäftigungsecken, wo sich eben jeder das aussucht, was er gerne haben möchte. Er möchte spielen, er möchte entweder singen. Heute habe ich gehört, sie wollen Karten spielen, dass wir mal eine Rommi-Runde machen. Staune ich immer wieder, dass das alles so funktioniert und dass auch das Geistige wieder gefördert wird und angeregt wird. Auch wenn sie es nachher nicht so packen, ist es alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie Spaß und Freude haben. Bei der Arbeit stehen der Geschäftsführerin Ramona Barbock kompetente Mitarbeiter zur Seite, die mit viel Herz und Feingefühl für jeden Einzelnen da sind. Ja, wir haben qualifiziertes Personal eingestellt, die sich liebevoll und einfühlsam um unsere Tagespflegegäste kümmern. Wir haben examinierte Altenpfleger, wir haben Pflegeassistenten, wir haben Betreuungskräfte, eine Ergotherapeutin, die auch langjährige Berufserfahrungen mitbringen. Der Pflegedienst bietet den Gästen ein verschiedenes Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise Back- und Kochtage, Konzentrations- und Gedächtnistraining, Kräuterkunde und Basteln. Abwechslungsreiche Beschäftigungen, die den Geist und das Miteinander der Gäste fördern. Mit ihrem Sitz in Eggersdorf ist das Team vor allem für die Bördeländer eine Adresse für ambulante Pflege und Tagespflege. Bei einem kostenfreien Schnuppertag können sich aber beispielsweise Schönebäckerinnen und Schönebäcker über die Arbeit des Pflegedienstes informieren. Also wir haben uns im Bördeland aufgestellt und ich spreche in allererster Linie die Bördeländer an. Das ist in Eggersdorf, das ist Welzleben, das ist Großmühling, Kleinmühling, Zenz. Aber auch die Nähe von Schönebeck würden wir gern nutzen, dass die Schönebecker sich das einfach mal anschauen. Wir haben einmal in der Woche einen kostenfreien Schnuppertag, dass man sich einfach mal umsieht, sich ein Bild macht, mal ein Gespräch führt, einfach mal bloß Kaffee trinkt und dann kann man sich entscheiden, ob man das machen möchte. Es ist auch für die Angehörigen sehr wichtig, weil sie werden zum einen entlastet und zum anderen können sie weiter berufstätig bleiben.
Ja, und Sie sehen auch, wenn wir die Tagespflegegäste, wir haben ja eine Hol- und Bringepflicht, das heißt, wir holen sie von zu Hause ab und bringen sie dann auch wieder nach Hause und würden dann von dem ambulanten Dienst abends dann auch fertig gemacht, sodass die Angehörigen da tatsächlich sich auch mal um sich selber kümmern können, denn Pflege ist nicht einfach. Der Pflegedienst Lebensgeister ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Dabei kann das Team täglich 15 Tagespflegegäste betreuen. Wenn Sie sich von der Gastlichkeit und der freundlichen Atmosphäre überzeugen wollen, dann schauen Sie doch bei einem der kostenfreien Schnuppertage vorbei. Mein Team steht Ihnen an einem Schnuppertag zum Kennenlernen sehr gern zur Seite und wird Ihnen alle Fragen beantworten. Weitere Informationen erhalten Sie auch per Telefon unter 03928 72 88 80 0 oder im Internet unter www.pflege-lebensgeister.de. Zurück nach Schönebeck möchten wir Ihnen nun eine ganz besondere Auszeichnung der Stadt Schönebeck präsentieren. Denn diese wurde jüngst mit dem roten I ausgezeichnet. Was genau sich dahinter verbirgt und welche Bedeutung das touristisch für die Stadt Schönebeck hat, sehen Sie jetzt. Die Stadtinformationen am Markt und am Soleturm des Soleparks Schönebeck-Bad Salzämen sind erneut mit dem roten I als zertifizierte Marke für geprüfte Touristinformationen des Deutschen Tourismusverbandes ausgezeichnet worden. Bereits seit 2006 dürfen sich die Schönebecker Stadtinfos mit der begehrten Qualitätsmarke schmücken. Zur Übergabe dieser trafen sich die Verantwortlichen des Verbandes sowie Mitarbeiter der Stadtinfo und Soleparkchefin Sibylle Schulz. Frau Schulz nahm die Gelegenheit zum Anlass, ausdrücklich die gute Arbeit der Mitarbeiter ihrer Stadtinfos zu würdigen. Auch Frau Schön, welche Geschäftsführerin des Deutschen Tourismusverbandes ist, sprach Lob und Anerkennung für die Leistung aus und hob hervor, dass die beiden Stadtinformationszentren zu den besten der insgesamt 25 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt gehören. Kommen wir zu einer ganz besonderen Veranstaltung in den kommenden Wochen hier bei uns in Schönebeck, sehr geehrte Zuschauer, nämlich der Zauber der Travestie. Eine Veranstaltung, die immer wieder zahlreiche Zuschauer in den Dr. Tholberg-Saal lädt und lockt. Und wir haben die Freikarten für Sie. Eine Auslosung gibt es jetzt in den kommenden 2 Tagen. Das heißt, am Mittwoch geben wir dann die Gewinner bekannt. Sie haben noch einmal die Chance mitzumachen. Der Zauber der Travestie kommt nach Schönebeck. Am 21. und 22. Oktober ist die etwas andere Revue zu Gast im Dr. Tholberg-Saal. Der Elbe-Kanal verlost für die Veranstaltung am 22. Oktober um 15 Uhr 3x2 Freikarten. Was Sie dafür tun müssen? Sagen Sie uns, welche Bedeutung das Wort Travestie hat und mit etwas Glück gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern. Rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken Sie eine Mail an info@elbemedien.de. Wir drücken Ihnen die Daumen. Sehr geehrte Zuschauer, wussten Sie, dass in Schönebeck die Pfadfinder zugegen sind? Wenn nicht, dann sollten Sie jetzt gut zuschauen, denn es fand das erste große Regio-Treffen statt. Pfadfinder aus der Region trafen sich, um gemeinsam zu reden, aber auch um einige Spiele bzw. Wettbewerbe durchzuführen. Am Samstag, den 14. Oktober, trafen sich in Schönebeck auf der Saline-Insel die Stämme der Pfadfinderschaft Royal Rangers aus den Stämmen Schönebeck, Halle, Magdeburg und Aschersleben. Ziel war es, sich gemeinsam auszutauschen, zu singen und ein groß angelegtes Geländespiel zu veranstalten. Über 50 Pfadfinder waren anwesend, lobten die Schönheit der Saline-Insel und besonders den Grillplatz, auf dem auch gekocht wurde. Um einen Nachtisch zu haben, wurden 5 Teams losgeschickt, um sich für 2 Äpfel und 2 Streichholzschachteln einen Nachtisch einzutauschen. Viele Schönebecker nahmen die Aufgabe mit viel Spaß an und tauschten so reichlich, dass einiges Getauschte als Wegzierung für die auswärtigen Pfadfinder mitgegeben werden konnte. Die teilnehmenden Stämme der Royal Rangers sagen noch einmal Danke an alle Schönebecker. Die Stadt Schönebeck ist immer wieder bemüht, die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindungen mit einzubeziehen. So unter anderem auch in den zahlreichen Bürgerversammlungen. Die nächste findet in Frohse und zwar am 24. Oktober um 18 Uhr statt. Weitere Meldungen jetzt in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Die
Die nächste Bürgerversammlung für den Stadtteil Frohse findet am Dienstag, den 24. Oktober um 18 Uhr im Haus der Vereine in der Wallstraße 18 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner und Anwohnerinnen über aktuelle Themen informiert. Fragen und Hinweise sind bitte zu richten an die Stadtverwaltung Schönebeck oder an v.jäger@schönebeck-elbe.de. Auf Veranlassung der Buchhandlung am Rathaus GmbH kann leider die Lesung mit den Beinhardt-Schwestern in der Stadtbibliothek am Stadtfeld am 17. Oktober um 19 Uhr nicht stattfinden. Das Geld für bereits gezahlte Eintrittskarten wird in der Bibliothek zu den regulären Öffnungszeiten zurückgezahlt. Fokus auf den Krokus. 100.000 Blumenzwiebeln stehen auch dieses Jahr wieder bereit, um im Frühling die Stadt Schönebeck aufblühen zu lassen. Hierzu finden einige Pflanzaktionen statt, wobei sich viele Unterstützer beteiligen. Darunter sind unter anderem das Armeos-Klinikum und der AWO-Kreisverband. Bereits zum Anfang der Woche verdienten sich Hortkinder einen grünen Daumen bei der Pflanzung. Aus organisatorischen Gründen bleibt das Gewerbeamt der Stadt Schönebeck in der Grabenstraße 9 an den folgenden Tagen geschlossen. 25. bis 29. September sowie 23. bis 27. Oktober. Gewerbe an, um und Abmeldungen können in diesen Zeiträumen auch wie gewohnt über das Bürgerbüro der Stadt erfolgen. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Sehr geehrte Zuschauer, die Bravo Hits 99 warten auf zahlreiche Gewinner. Sie möchten mitmachen? Dann sollten Sie dranbleiben, denn gleich nach der Werbung geht es mit der Verlosung weiter. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schweineleber 100 Gramm zu 30 Cent, Gyrospfanne 100 Gramm zu 90 Cent, Schweinefilet 100 Gramm zu 99 Cent, feine Teewurst 100 Gramm zu 90 Cent und in dieser Woche Eisbein 100 Gramm 35 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Müssen Sie von Ihrer Arbeitskraft leben? Dann brauchen Sie für den Fall der Berufsunfähigkeit eine finanzielle Absicherung. Die Hukoborg-Versicherung bietet Ihnen die für Sie passende Lösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit mir, ich berate Sie gern. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy und Boch, Hutschenreuther und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuther sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie: kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht.
Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Die gemütliche Jahreszeit beginnt und auch bei uns gibt es weiterhin Leckeres zum Schlemmen. Ob frische Weißwurst, Schweizer Wickelbraten oder hausgemachte Salate und jetzt wieder da Heringssalat. Entdecken auch Sie unsere umfangreiche Theke. Genießen Sie auch unsere küchenfertigen Produkte wie Frikassee, Gulaschsuppe, Soljanka und jetzt wieder da Grünkohl. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei bringt man, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem! Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Sehr geehrte Zuschauer, willkommen zurück aus der Werbung zum Regionalmagazin am 16. Oktober 2017. Wie versprochen geht es jetzt weiter mit Ihrer Gewinnchance zum Medium der Woche. Denn die Bravoids 99 stehen in den Startlöchern. Hier noch einmal eine kurze Vorstellung und dann kommt Sie die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Bravo Hits 99, die neueste Ausgabe des Kurzsamplers. Wie immer top aktuell und wie immer ist für alle was dabei. Auch die Bravo Hits 99 ist natürlich wieder mit unzähligen Hits vollgepackt und so verspricht die Volume 99 wieder wie gewohnt mindestens 44 aktuelle Hits.
I'm a good man, but you make me bad. Mit dabei sind unter anderem Pink, Bruno Mars und David Guetta. Und ich fühle mich gut, denn es fühlt sich so gut an. Bravo Hits 99, nur Hits, keine Kompromisse. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Soweit die kurze Vorstellung. Sie möchten die Brauwitz 99 gewinnen. Dann machen Sie doch mit bei unserem Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Das große Jubiläumsjahr 2017 steht im Zeichen eines ganz besonderen Reformators. Ich möchte von Ihnen wissen, wie ist denn sein Name? Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@ebbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Lösungsvorschläge, die Gewinner wie immer dann am kommenden Freitag. Sehr geehrte Zuschauer, wir begeben uns nun nach Magdeburg. Auch dort gibt es touristisch einige Höhepunkte zu sehen und zu bestaunen. So natürlich auch in diesem großen Jubiläumsjahr vom Reformator Dr. Martin Luther. Die Magdeburg Marketinggesellschaft, die sich um den Tourismus in der Stadt kümmern soll, hatte am Mittwoch in die Johanneskirche eingeladen, um das touristische Programm im Lutherjahr vorzustellen. Dazu hatte man den Oberbürgermeister überredet, als Luther verkleidet aufzutreten. Und da stellte sich natürlich die Frage, kommt er als Mönch, der damals die Thesen verfasste, oder als Junker Jörg mit Rauschebart, als der Luther die Bibel übersetzte, oder als gut situierter Theologe auf dem Höhepunkt seines Schaffens? Die Wahl fiel natürlich auf die letztere Erscheinungsform, in der Stadtführer übrigens demnächst immer sonntags auf dem Pfaden Luthers durch die Stadt führen wollen. Luthers Pfade wären dann auch schon das nächste Stichwort, denn den Magdeburger Tourismusfachleuten ist es gelungen, drei Ziele in der Stadt dem Luther-Pilgerweg hinzuzufügen. Ein solches Ziel ist natürlich die Johanneskirche, weitere gilt es zu entdecken. Jede besuchte Station wird mit einem Stempel im Wanderpass belohnt. Das wäre natürlich etwas für Individualisten. Wer lieber in Gruppen unterwegs ist, für den sollte Pfingsten in Magdeburg ganz oben auf dem Terminkalender stehen. Also keine Frage ist das natürlich zum einen der Kirchentag auf dem Weg Ende Mai. Das ist ein ganz großes Happening für die Stadt. Es richtet sich an Gäste, aber natürlich auch an die Magdeburger selber. Vielleicht mit dem Thema Reformation, mit dem Thema Luther ein bisschen mehr in Verbindung zu kommen. Und dadurch, dass das Angebot so breit gefächert ist, also von Bibelarbeit bis zu Familienfesten, bis zu einer Schiffsprozession, ist wirklich für jeden etwas dabei. Und deswegen sollte man das unbedingt nutzen als ein großes Highlight. Das andere große Highlight ist natürlich die Ausstellung gegen Kaiser und Papst im Kulturhistorischen Museum. Einfach um auch nochmal in allen Feinheiten nachvollziehen zu können, wie hat sich die Entwicklung in Magdeburg eigentlich ergeben rund um Luther. Denn der Thesenanschlag in Wittenberg war das eine, aber das Durchsetzen des Themas, dazu brauchte es eine deutsche Großstadt. Und das war Magdeburg. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das mochte der Papst nicht unbedingt, der Kaiser dementsprechend auch nicht. Dafür haben wir bluten müssen. Und das wird sehr gut in dieser Ausstellung aufgearbeitet werden. Solche Mega-Veranstaltungen sind natürlich dazu geeignet, die Übernachtungszahlen in der Landeshauptstadt nach oben zu treiben, auch wenn die meisten wohl in Privatquartieren unterkommen durften. Aber auch das Beherbergungsgewerbe durfte davon profitieren. Konnte es doch in den vergangenen Jahren einen Zuwachs von über 3% verbuchen. Wir möchten gerne, dass unsere Stadt auch ein Stück weiter in diesem Kontext wahrgenommen wird. Es gibt viele Städte, in denen Luther war, gar keine Frage. Aber in Magdeburg war eben auch und gerade hier in der Johanneskirche, wo er gepredigt hat, 1524, ist das eine bemerkenswerte Predigt gewesen, die auch Magdeburg dann in einen langen Weg der Reformation geführt hat. Das war eine der größeren Städte, die damals die Reformation auf den Weg gebracht hat. Und von da ist es schon eine bedeutende geschichtliche Nuance auch für unsere Stadt. Und wenn die Bettenkapazitäten in den Lutherstädten Wittenberg und Eisleben ausgebucht sind, bietet sich auch Magdeburg an, mit Hotelbetten und einer extra Zugverbindung morgens hin und abends zurück. Darüber hinaus gibt es Konzerte, es gibt andere Veranstaltungen, noch zusätzlich Ausstellungen, zum Beispiel im Kunstmuseum gibt es eine Ausstellung, seht, da ist der Mensch. Wir haben verschiedene Reiseangebote, es gibt sogar gastronomische Luther-Teller zu essen in verschiedenen Restaurants. Also Magdeburg hat sich ganz dem Thema Luther in diesem Jahr verschrieben.
Ja, soweit ein Auszug des Programms für die Gäste. Aber natürlich dürfen auch die Einheimischen davon profitieren und sich ansonsten natürlich als perfekte Gastgeber erweisen. Schließlich sollen die Besucher ja wiederkommen, auch wenn mal kein Lutherjahr ist. Die Lutherpfade in Magdeburg und Umgebung sei der Zuschauer immer wieder einen Besuch und Ausflug wert. Begeben wir uns nun jedoch außerhalb von Deutschland und zwar nach Dänemark. Denn dort gibt es das Strandsegeln auf Rømø. Was genau sich dahinter verbirgt und warum auch dieses Event vielleicht einmal einen Besuch wert ist, sehen Sie jetzt. Dieses Mal besuche ich Rømø an der Nordsee. Kilometerbreite Sandstrände und viel Wind über das ganze Jahr hinweg macht Rømø ein echtes Paradies zum Strandsegeln. Und das möchte ich jetzt unbedingt ausprobieren. Ein Blowcut-Strandsegler zu fahren, ist laut Trainer Michael gar nicht kompliziert. Das Schwierigste ist wohl überhaupt erstmal das Einsteigen. Wie der letzte Idiot, Alter. Das wäre also geschafft. Die Aufregung steigt. Ich werde gleich versuchen, zum ersten Mal Blowcut zu fahren. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Und ab geht's! Mit 70 Sachen über den Strand, insgesamt 8 Quadratkilometer Fläche, auf dem ich mich mit Herzenslust austoben kann. It's like a go-kart, but without the engine. You know, you're just above the ground, you go very fast. And it's just a big thrill to go in a blowcart and let the wind take you away. No pollution, no noise, just a lot of sand and a lot of open space. Statt Sprit braucht der Blowcart nur eins. Richtig viel Wind. Aus welcher Richtung der kommt, ist aber egal. Und was gibt es Schöneres als ein unvergleichbares Gefühl von Weite und Freiheit in den Sonnenuntergang zu segeln? Für mich geht damit ein aufregender Tag auf der Insel Rømø zu Ende. Genau das ist Brian's Way of Life. Von Dänemark zurück nach Deutschland laden wir Sie jetzt recht herzlich ein, beim Herbst allerlei dabei zu sein. Wann und wo dieses stattfindet, sehen Sie jetzt, denn es folgen die Veranstaltungstipps. Am kommenden Mittwoch, den 18. Oktober, beginnt der erste Themenabend zur Veranstaltungsreihe Treffpunkt Demenz und Pflege. Die neue Initiative vom AWO-Kreisverband Salzland e.V. und dem AWO-Ortsverein Barbie lahn zur Veranstaltung pflegebedürftig, was nun um 17 Uhr ein. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelm lädt in diesem Jahr wieder zum bunten Herbst allerlei auf dem Gelände des Kunsthofes ein. Ab 14 Uhr gibt es bunte Stände, Live-Musik und allerlei Dekoratives zu entdecken. Parallel dazu läuft an diesem Nachmittag auch der Schönebecker Pflanzmarathon im Kurpark. Die Revue Zauber der Travestie mit Gästen aus namenhaften Kabaretts Deutschlands ist erneut zu Gast in Schönebeck. Am Samstag, dem 21. Oktober ab 20 Uhr und Sonntag, dem 22. Oktober ab 15 Uhr können Sie sich wieder von den verschiedensten Künstlern verzaubern, anregen und überraschen lassen und dabei die unterschiedlichsten Eindrücke von verrückt bis lustig sammeln. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Showbeginn. Karten bekommen Sie in der Stadtinformation in Schönebeck sowie am Kunsthof in Bad Salzelmen. Der Autoclub Europa lädt am 23. Oktober zum zweiten Clubabend 2017 in die kleine Kneipe in Schönebeck-Bad Salzelmen, Elmener Straße 6 ein. Der Beginn ist ab 18 Uhr und das Thema des Abends, die richtigen Reifen, Winter- oder Ganzjahresreifen. Der Referent des Abends ist Dr. Hans-Ulrich Franke. Weitere Infos erteilt der ADAC-Vorstand Sachsen-Anhalt-West Gerhard Wolter unter der folgenden Telefonnummer 03928 84 29 55. Die nächste Jahresversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs im Salzlandkreis findet am Sonntag, dem 5. November 2017 im Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen statt. Wer Interesse hat, sich für den Radverkehr einzusetzen, sollte teilnehmen oder sich melden, um über den ADFC und mit dessen Hilfe aktiv zu werden. Im Anschluss ab 15 Uhr findet im Friedensfahrtmuseum ein Fotovortrag von Karl-Heinz Arnold mit dem Titel Radweg Berlin-Hameln statt. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der 03471
062 35 94 oder per E-Mail unter usbbg@web.de. Zur besseren Planung bitten die Veranstalter um Voranmeldung per Telefon oder E-Mail. Unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage und Wochen, sehr geehrte Zuschauer. Last but not least natürlich noch der Blick auf das Wetter. Es bleibt sonnig, erst ab Mittwoch gesellen sich ein paar Wolken dazu. Hier also unsere Vorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach dem sonnigen Wochenende begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für Dienstag bis Donnerstag. Am Dienstag erwartet uns noch einmal ein schöner Tag. Wir erreichen Temperaturen bis zu 21 Grad. Die Sonne lässt sich außerdem den ganzen Tag lang blicken. Der Mittwoch sieht nicht mehr so gut aus. Es werden Temperaturen von bis zu 19 Grad erwartet. Bei leichter Bewölkung kann es zu kurzen Schauern kommen, aber die Sonne lässt sich zwischendurch auch blicken. Nach den spätsommerlichen Temperaturen müssen wir uns am Donnerstag wieder an kühlere Grade gewöhnen. Der Tag bringt uns 14 Grad und Nebel. Dafür bleiben wir aber vom Regen den ganzen Tag verschont. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen angenehmen Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage, es bleibt also sonnig und angenehm warm. Und das war's auch schon wieder mit dem Regionalmagazin am heutigen Montag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao, ciao, Ihr Christian Kolbe.